Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Das Radio läuft. Ein Sprecher des Ministeriums für Produktivität wies die Kritik zurück, man wolle nur am rechten Rand Stimmen fischen, und verteidigte gestern die geplante Einteilung aller Ausländer in produktiv oder unproduktiv als alternativlos. Wer auf Dauer in Deutschland leben wolle, müsse sich integrieren und, so wörtlich, integrieren heißt produzieren. Laut einer Umfrage des German Institute for Manufacturing Consent, GIFMC, unter repräsentativ ausgewählten Mitarbeitern des German Institute for Manufacturing Consent, GIFMC, unterstützt eine klare Mehrheit von 51% der Deutschen. Das Känguru schaltet das Radio aus und setzt sich wieder an den Küchentisch. Ich stehe vor dem Wasserkocher. Seit du mir erzählt hast, dass jede Suchanfrage über Google genauso viel Energie verbraucht wie das Kochen einer Tasse Wasser, überlege ich mir jedes Mal, wenn ich mir einen Tee machen will, ob ich nicht lieber was googeln soll, sage ich. Mhm, sagt das Känguru, ohne von seinem Papierhaufen aufzublicken. Google doch mal mäßig interessantes Gesprächsthema.de. Was schreibst du denn da schon wieder? Frage ich. Ich arbeite an meinem unveröffentlichten Hauptwerk, beginnt das Känguru. Optimismus und Reproduktion, frage ich. Opportunismus und Repression, echauffiert sich das Känguru. Genau, habe ich doch gesagt. Okkultismus und Religion. Ja, ja, sagt das Känguru. Jedenfalls arbeite ich dieses Werk zu einem Manifest um. Aha. Ich will eine neue Organisation ins Leben rufen. Den Känguru-Geheimbund, frage ich. Ich bin doch keine 4 Jahre alt, sagt das Känguru. Was für eine beknackte Idee. Aber die Abkürzung wäre witzig, sage ich. KGB. Naja, jedenfalls, sagt das Känguru, werde ich eine neue Gruppe gründen. Ich nenne sie das asoziale Netzwerk. Witzig, sage ich. Der Name ist nicht nur witzig, er ergibt sogar Sinn, sagt das Känguru. Weil nämlich das System asozial ist, ist alles, was sozial genannt wird, eigentlich asozial, soziale Marktwirtschaft etc. Und darum muss etwas wahrhaft Soziales asozial genannt werden. Folglich ist ein soziales Netzwerk ein asoziales. Ich finde deine Terminologie verwirrend, sage ich. Sie ist streng marxistisch, sagt das Känguru. Und zwar in dem Sinne eines Briefes, den Marx an Engels geschrieben hat. Moment. Das Känguru zieht ein dickes blaues Buch mit vielen Lesezeichen aus seinem Beutel und blättert suchend darin herum. Genau, hier schreibt Marx: Es ist möglich, dass ich mich blamiere, indes ist dann immer mit einiger Dialektik zu helfen. Ich habe natürlich meine Ausführungen so gehalten, dass ich im umgekehrten Fall auch recht habe. Das Känguru blättert in seinen Notizen. Ich lese dir mal den Anfang vor. Das asoziale Netzwerk ist eine Antiterrororganisation gegen den Terror der Schulen und Fabriken, der Medien und der Regierung, der Leitkultur und des Lobbyismus, der Religion und der Wirtschaft. Gegen den Terror des real existierenden Asozialismus, sage ich. Das ist gut, sagt das Känguru und macht sich eine Notiz. Bist du dabei? Na klar, sage ich. Aber was machen wir dann als Antiterrororganisation? Antiterroranschläge? Gefällt mir, sagt das Känguru. Aber erstmal muss ich das Manifest fertig schreiben. Brauchst du Hilfe? Frage ich. Nee, es ist eigentlich recht einfach, sagt das Känguru und deutet auf das vor ihm liegende Buch. Ich muss nur Kapitel für Kapitel das Gegenteil von dem schreiben, was in diesem BWL-Lehrbuch gedruckt steht. It's Fritz.